Hi und willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich habe heute watteweiche Häschen aus Hefeteig für euch, falls ihr die nachbacken möchtet. Los geht's! 100 ml lauwarme Milch, 50 Gramm Zucker, ein halbes Päckchen Vanillezucker, ein halbes Päckchen Trockenhefe, 280 Gramm gesiebtes Mehl, ich habe heute das Mehl T405, ein Ei Größe M und 45 Gramm weiche Butter zu einem Teig verkneten. Meine Küchenmaschine lief ca. 5 Minuten auf Stufe 2, dann habe ich noch etwas Salz dazu gegeben, ca. 1/4 Teelöffel und dann habe ich sie noch weitere 2 Minuten laufen lassen. Der Teig ist super weich und klebt überhaupt nicht, fühlt sich auch sehr angenehm an. Ich forme ihn jetzt zu einer Kugel und lasse ihn dann noch 2 Stunden zugedeckt gehen. Nach 2 Stunden Gehzeit hat sich der Teig mehr als verdoppelt. Ich hatte 520 Gramm Teig, den gebe ich jetzt auf die Arbeitsfläche. Ich nehme auch kein zusätzliches Mehl und teile ihn in 4 Teile. Jedes Teigstück wiegt bei mir 130 Gramm. Ich habe sie auch tatsächlich abgewogen, damit die Häschen später alle gleich sind. Das sieht schöner aus und für die Backzeit ist es auch gar nicht so schlecht. Von jedem Teigling nehme ich ein kleines Stück für den Hasenpuschel ab. Das große Stück rolle ich zu einem Strang, forme ihn dann zu einem Hasen. Unten muss unbedingt ein Loch frei bleiben. Das kleine Stück forme ich zu einer Kugel und die Kugel kommt dann in die Öffnung. Die fertigen Häschen lege ich aufs Backblech und das Backblech habe ich mit Backpapier ausgelegt. Dann lasse ich die nochmal 20 Minuten zugedeckt gehen. Für den Glanz ein Eigelb und 2 Esslöffel Milch gut vermischen und mit dieser Mischung die Hasen bestreichen. Die Hasenpuschel mit Hagelzucker bestreuen und dann kommen die Häschen schon in den vorgeheizten Backofen und werden bei 180 Grad Ober- und Unterhitze oder bei 160 Grad Umluft ca. 15 bis 17 Minuten gebacken. Die Backzeit hängt natürlich wie immer vom Backofen ab. Und so sehen sie dann aus, wenn sie fertig gebacken sind. Sie haben eine sehr schöne Farbe und sind total weich und fluffig. Wirklich sehr gut. Ihr könnt natürlich auch mehr Zucker nehmen oder auch Streusel statt Hagelzucker verwenden. Das ist Geschmackssache. Danke fürs Einschalten. Viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.